Here, let me show you. So, legen wir mal los. Verstärke die Mauern. We've got good strong walls. We need to make them hard to climb over, so the raiders have to come in through the gates. We used to keep barbed wire in the greenhouse. Ja, sämtliche Wände verstärken. Dann. The courtyard's pretty wide open, not a lot of cover. We should flip the picnic tables, narrow down the pathways through it. So we'll know which way they're coming. At the very least, it'll give us protection if they get past these walls. Und natürlich. This is where we should make our stand. There's only one way in, the front, and then there's the big central staircase. If we rig that path with traps, we can pull back here. Luring in our attackers. I like it. Well, you guys don't use the greenhouse anymore, do you? No, we used to. Then we lost someone out there. Walkers overran the place and Marlin wouldn't let us go back. Safe zone. We need to get that barbed wire so they can't climb the walls. I'll go. Are you sure? It's gonna be swarming with walkers by now. Okay, what the hell's going on? Lily told me she was back, but I was like, no way. Violet wouldn't just go against what we all decided. Shh, would you keep it down? The little boy is asleep. His fever's already going down, Clem. He's gonna be okay. Great. We're just giving them our medicine, too? Mitch, those raiders are getting ready to attack the school. We need Clem's help. Like hell we do. For all we know, she's one of them. She's not. If you saw their leader's boot on Clem's neck, you'd know that. All I know is that since she showed up, it's been trouble. Use your head, Mitch. You saw AJ on your way in. If I was with the raiders, why would they have hurt him like that? How do I know? Maybe he shot one of their friends. Mitch! Clem's going to the greenhouse to find barbed wire and anything else she thinks we need for the fight, and you're going to help her. No. What? I'm not. Yes, you are. It's too dangerous for her to go by herself, and you're good in a fight. I can go too. You know, to keep the peace. Uh-oh. Fuck, Vi. Since when are you the one making the calls? Since no one else stepped the fuck up. These two will meet you at the gate, and you can head to the greenhouse once I've explained the situation. Okay. Das ist definitiv eine ausgesprochen interessante Situation gerade. Okay, wenn die Wahl 5 zu 3 war, steht sie jetzt, glaube ich, 4 zu 4. Das heißt, wir müssen noch einen weiteren überzeugen. Und das Geilste wäre es natürlich, wenn wir Mitch auf unsere Seite kriegen, weil dann haben wir im Prinzip gewonnen. Ja, Mitch ist ja so der Gegenpol zu uns hier gerade. I guess I didn't realize how long it's been. How much it's changed. Nicht so laut. This ain't budging. You gonna stand there sulking all day? You gonna do something useful? Well, we need that barbed wire. There must be another way in. Weißt du, was die beste Methode wäre? Vor allem, wenn wir nicht wissen, ob da irgendwo Beißer sind oder sonst was. Als allererstes sieht man sich mal die komplette Umgebung an, macht so ein bisschen Reconnaissance, ne, so ein bisschen Aufklärung. Und dann, wenn man sich sicher ist, dass keine Feinde in der Umgebung sind und so ein bisschen gesichtet hat, wo sind die Fluchtwege, wo sind die Eintrittswege für potenzielle Feinde, was kann man hier eventuell nutzen, um sich zu verteidigen, um irgendwen aufzuhalten und das alles. Dann kann man überlegen, wie man in das Gebäude reinkommt. Ja, wir wollen ja nicht
dass hier noch eine Katastrophe passiert. Wir haben mit den Raidern schon genug Probleme. Wir müssen uns jetzt hier nicht auch noch mit einer wild gewordenen Herde Beißer auseinandersetzen. Wenn es nicht nötig ist. It's been so long since I was here. I used to love this place. But it's so overgrown. I'll be fine. Let's just find a way in. Ja. Finden wir schon. So, jetzt sehen wir uns hier erstmal um. Wild boar. Not too many in these parts, but they were more common where I grew up. I used to hunt them with my old man when I was little. They make terrible noises when they die. I like it. It'll look good on my wall. Oh. Wieso gehe ich davon aus, dass wir gefühlt schon wieder 4 Milliarden Deko-Gegenstände fürs Zimmer übersehen haben? Oh, meine Güte, ist das ein Lärm da draußen. Das ist furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Dann das Gewächshaus ist auf dem Gelände oder neben dem Gelände? Oder wie muss ich mir das vorstellen? What do you want? Nothing. You're only here because we're desperate, you know. So don't get comfy. If we survive these raiders, you and I are gonna have words. Let's survive first. Ja, lass uns erstmal überleben, Mitch. Und dann können wir uns wieder streiten. Hm, was hältst du davon? Ist das ein Plan? I can't see shit. There's too much condensation on the inside. Condensation? That's a big word for you. Shut up. Gut, also, ich wollte gerade sagen, der Trick ist ja wohl erstmal da hoch, ne? Oder haben wir hier noch eine Möglichkeit? Ne. Was steht auf dem Schild hier eigentlich? Erickson Academy. Thomas and Alexander Smith Research Center. Das ist ein Forschungszentrum. Das ist interessant. Okay, Mitch. I bet we can get in there. Good spot. Mitch, come here and give me a boost. Wait. Make her go first. We send the one we don't mind losing. Okay. That's an ugly thing to say. Vi says we need her help, right? She shouldn't mind sticking her neck out. I'll go first. I don't mind. Figured you'd fight it. Thanks, Clem. Holler if one grabs you. Alles in Ordnung. Otherwise we'll come as soon as you give the all clear. Wir schicken den, der am kompetentesten ist und am wahrscheinlichsten da drin überleben kann. Okay, potenziell 2, 3, 4. Oh, siehst du nicht ohne Waffe hin, oder? Du bist nicht ohne Waffe hier jetzt einfach. Bist du doof oder was? Wir wussten, dass es hier Beißer gibt. Immer schön in Bewegung bleiben. Von innen verbarrikadiert. Interessant. Not bad. Oh, look. Wild ginger. Eastern prickly pear, Jerusalem artichoke, false Solomon seal.
Let's find that barbed wire and anything else that might be useful. Das ganze Gewächshaus könnte nützlich sein, wenn wir das wieder in Betrieb nehmen. You seem happy. You can only eat the same bland rabbit stew so many times before you go crazy. These herbs are gonna do wonders for morale. You wait and see. Ja, wenn du dich damit auskennst, dann ist das... Damit kann man doch auch was machen. Oh, ich kann schon wieder. Entschuldigung, das habe ich nicht mitgekriegt. Und die Brechstange, die nehmen wir natürlich auch mit. Alles, was uns in irgendeiner Art und Weise nützlich sein könnte, wird eingesteckt. Find something? Yep, maybe useful. Einiges gefunden schon hier, ne? Jerusalem-Artischocke. Pilz nehmen wir auch mit. Man weiß nie, wofür es gut ist. Was ist ein Pilz eigentlich? Das ist eine gute Idee, den jetzt zu essen. Aber nicht hier, die kennst du doch mit Kräutern aus. Können wir die nicht einfach fragen? Der Stacheldraht ist im Schrank, natürlich. Did you find anything? What do you think? Okay, just asking. You know, the barbed wire idea is smart, I'll give you that. Those assholes try and climb our walls, they'll tear their guts out. I kind of like to see that. Ja, du bist bestimmt der Hit auf Partys. Yes! Dibs! Gut, nimm. Alles gut. Wir haben ein Messer, wir haben ein Brecheisen. Wir kommen zurecht. So, jetzt bin ich ja irgendwie versucht, den Pilz zu essen. What? This was for science. Sorry. Manchmal muss man auch mal Risiken eingehen. So, jetzt machen wir hier den Metallschrank auf und holen den Stacheldraht daraus. Barbed wire. A lot of it too. That should keep the raiders from climbing our walls. Hey, we can use these. For what? We can make bombs out of these. Bombs? Are you serious? Totally. It's the kind of stuff I made back home. He used to blow shit up. That's why he's a troubled youth. Guilty. Yeah, just need propane and something to create a spark. And we'll have ourselves a nice little homemade explosive. Das ist ja eine Schule für schwierige Kinder, ne? War das nicht so? Das hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Okay, Propangas. Und einen Zünder. Gut, Mitch, hast du eine Idee, wo wir das finden hier? Ja, ist Labor, Forschungsdings. Remember right, there's a science lab through that door. Maybe there's propane in there. Stand außen dran. Come on, help me move this thing. Yes, und schieben, schieben oder ziehen, wie auch immer, ganz egal, je nachdem mit wem du sprichst, los, mach schon, alle ab! Aber die Tür war verbarrikadiert, das ist nie ein gutes Zeichen. Okay, let's see what's inside. In einer Welt wie dieser ist das nie... ein gutes Zeichen. Rose, what's going on? You all right? We had a scare, that's all. Also das wäre so der Punkt gewesen, wo sie als erstes hätte drauf achten müssen eigentlich.
What? Who was she? Miss Martin. Our nurse at the school. She stayed when all the others left. God. She looks... You can barely recognize her. She's just like all the others. I'm sorry, Ruby. I just wish I could make her look like she used to. One day we came out looking for food. Walkers attacked us. Thought we could fight them off, but there were so many. Miss Martin told us to run, so we did. She taught me how to patch people up. Stitching, local anesthetics, painkillers, fever reducers. I don't think I can take care of her. Would you? I'm sorry. Okay. Ach, Mann. Tja. Es ist eine erbarmungslose, trostlose Welt ohne Hoffnung. Are you okay? Aber vielleicht können wir sie beerdigen. Just need a minute. Come on, guys. Help me find that propane and we can get out of here. Vernünftig Abschied von ihr nehmen. So, okay. Finde die Bombenkomponente, aber erstmal. Ms. Martin meant a lot to you, huh? She was the only one who stayed. She saw us for what we were. Bunch of kids who no one wanted. She loved us when nobody else did. Like, really loved us. Yeah, I've known people like that. I guess everyone has. Mitch? Was Interessantes gefunden? You seem to know a lot about bombs. I made my first one when I was 8. Really? I blew up the garage. It was awesome. Though, Dad didn't think it was awesome. Dad gave me a chemistry set to keep me from fighting the neighbors. Why would you fight the neighbors? I had a lot of energy. I had to use it somehow. And they didn't like my face. Ah, na, das ist natürlich verständlich. Ich mag dein Gesicht auch nicht. Okay, gut. You find anything? I don't know what this is. Was haben wir hier? Zeug. Jede Menge Zeug. Da ist die Propangasflasche. Die nehme ich natürlich erst als letztes. Ich möchte mich hier erstmal umsehen. Nicht, dass wir wieder irgendwelche interessanten Sachen verpassen. Hier ist zum Beispiel noch ein Deko-Element, vermute ich mal. Da sind die Anzünder, okay. Ugh, looks like piss. Dare you to drink it? Not in a million years. Wimp. Ach komm, eigentlich verstehen sie sich doch ganz gut. Na gut, so, die Anzünder. Mitch, is this useful? Fucking A. I was hoping there'd be one of those. That's an igniter. We can use it to create a spark. Now we just have to find propane. We can blast those motherfuckers to hell. Ja, gut, dann, pass auf, du stellst dich dahin und guckst die Wand an, in der Hoffnung, dass aus den Ziegelsteinen vielleicht Propangas austritt. Und ich drehe mich mal um und nehme in der Zeit die Propangasflasche. Plan? Let's hope there's gas in it. Oh.
Dann muss ich schon wieder drücken. Gut, dann drücke ich und drücke und drücke und drücke und ich drücke wohl nicht genug. Perfect. Hier. Und jetzt drücken wir zusammen. Geht doch. Good, fine. Now we have everything we need. We should get back and tell the others. We have to bury Ms. Martin first. Bury her? Why bother? It's a walker. Help me drag it out back. We can burn it. No. Ms. Martin's the reason we're all alive. And? She deserves a proper burial here. Next to the greenhouse she loved. That way the others won't have to see her like this. She's been dead for years. There's no point. Nee. She deserves a real burial. Da hat sie recht. I'll help you bury her. It's the right thing to do for someone you cared about. Thank you so much. It's not a her. It's a walker. Fine, whatever. I'm not wasting my energy on that thing. Ja, fang du lieber an, die Bomben zu bauen. Wir kümmern uns hier schon drum. Was man natürlich machen könnte, wäre... Back at the school. But Ms. Martin loved this place. She'll be happy here. I'll make sure everyone knows you help me. Schon mal das... That you've got a good heart. Das ganze Zeug zurückbringen, dass die anderen schon anfangen können mit den Vorbereitungen. Und dann erledigen wir das hier. Wir müssen denen das ja nicht erzählen. Im Vorfeld. Think it'll be enough? Hopefully. And it means Lily and her people won't be able to climb the walls. They'll have to come through the gates. We can plan for that. Straight into a fiery explosion of death. Assholes won't know what hit them. Tja. Das klingt doch alles schon mal sehr vielversprechend. Also wird es höchstwahrscheinlich alles total mächtig und ganz gewaltig in die Hose gehen. Oh, AJ schläft wieder auf dem Bett. Hat er sich aber höchstwahrscheinlich diesmal nicht selber ausgesucht. Louis, hi. Brought you these. I noticed his shirt got messed up when, you know. Where did you get those? They were tens, back when he got here. Should be about AJ's size. How's he doing? Better. His fever's down. Thank you for carrying him in. No problem. So, we've got a greenhouse again. And bombs. Mitch's idea. I figured. Violet says we'll start getting this place ready in the morning. Good. They all seem okay with letting you stay. For now, anyway. While we get ready to fight. Yeah, I'm glad. All I've wanted is for them to forgive us. I said they're fine with you being here, at least till the raiders are gone. That doesn't mean they all like you again. Everyone else is okay with us staying. What about you? It's fine. Well, he gets better. And after that? I don't know, Clementine. Clem? Hey, kiddo. How do you feel? Better. Still hurts. I know. Hi, Louis. Hey, little dude. I missed you. Are we friends again? Aww. Just get some sleep, okay? Louis? I'm sorry that you're hurting and it's our fault. It wasn't all you. Marlin, he... Forget it. I should go. I'm not mad at him anymore. Are you? He helped carry me. And he was by my side when Ruby gave me stuff. Ich war nie wütend. Medicine. AJ, I was never mad at him. I understand why he acted that way. Why he wanted us gone. Me too. Let's get a look at the shirts Louis brought you. Then we'll sleep. It's been a long day.
Schön. James was nice, but I don't like sleeping on the ground. Me neither. Du hast erhalten. Hemd für AJ. Weniger Einschusslöcher. Ist das schön. Gut, gestalten wir erstmal unser Zimmer weiter hier. Denn anscheinend werden wir ja wohl doch bleiben dürfen. Und uns unser eigenes kleines Reich aufbauen. So, die Hemden betrachten wir mal als letztes. Jetzt müssen wir erstmal die Tür öffnen. Auch interessant. Nice. Pretty cool. Yeah. I wonder how long it'll last. Ja, wird sich zeigen. That's a weird plant. It's a fungus. A fungus? Doesn't look fun. Das ist, eines dieser wunderbaren Wortspielchen, die bedauerlicherweise nur in der englischen Sprache funktionieren. That plant looks scary. Oh, it is. It's a fly trap. It eats bugs. A plant can eat bugs? That's so, so awesome. Hm. Ja, kleiner Mann. Jetzt interessiert es mich, warum ich die Tür öffnen kann. Hey, it's bedtime. You're right. So bossy. Hey. Du hast mir die Wahl gegeben, die Tür zu öffnen. Dann versuche ich natürlich auch, die Tür zu öffnen. Ich wollte eben noch irgendwas sagen und habe es komplett vergessen, was das war. Es ist wieder wunderbar. Das ist so typisch ich. Disco Brokkoli, Ericsson Sport, Science Dog. How about this one? Looks like Tin's boots. Oh yeah, I think it's the same character. Cool. Hey, this one's pretty cool. Looks like Marlin's jacket. Ooh. Yeah, but it would still look good on you. Etwas anzuziehen, was die Leute alle gleich wieder an Marlon erinnert, ist unter den gegebenen Umständen vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung. Was haben wir hier? Hey, look, it's Disco Brokkoli and his friend. I wish you could have seen this cartoon. Me too. Okay, also die Wahl ist eigentlich Science Dog oder Disco Brokkoli. Science Dog oder Disco Brokkoli. Dam 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 dam. Ich kann mich nicht entscheiden, das ist so scheiße. Das ist so eine triviale und absolut unwichtige Entscheidung. Da habe ich mehr Probleme mit als mit ganz vielen anderen Entscheidungen in diesem Spiel. Das darf man auch niemandem erzählen, ne? Das ist, ach, scheiße. Also das hier, das ist ja, das ist eigentlich Tens Markenzeichen. Das ist Marlos. Es muss eigentlich Disco Brokkoli, ja? Eigentlich muss es Disco Brokkoli sein. Ich nehme jetzt Disco, nehmen wir Disco Brokkoli? Ich mag keinen Brokkoli. Egal. This one will work. You can put it on when you feel better, okay? Yeah. Time for sleep. I can't sleep with a light. I'll blow it out in a second. Okay, kann man vorher noch irgendwas anderes machen? Ich kann mir die Shirts nochmal angucken. Strange to think this used to be a regular school. Science Dog is pretty great. Yeah, Tin likes him. Science Dog, more than meets the eye. Ich kenne übrigens weder das eine noch das andere. Ich weiß nicht, ob das fiktive Sachen sind, diese hier
explizit für das Walking Dead-Universum geschaffen haben oder ob das tatsächlich existierende Charaktere sind. Wenn ich noch dran denke, wenn wir diese Episode hier fertig aufgenommen haben, dann werde ich da eventuell recherchieren und versuche mich dran zu erinnern, das in Episode 3 nochmal zu erwähnen oder in der Videobeschreibung oder irgendwie sowas in der Art. Ich meine, wenn der eine oder andere von euch da eventuell irgendwelche Informationen hat, dann kann er die natürlich auch gerne unten in den Comments hinterlassen und so ein bisschen aufklären. Ich gehe ganz stark von fiktiven Charakteren. Ja, gut, fiktiv sind sie so oder so. Ach, ihr wisst, was ich meine. Wir gehen jetzt schlafen. Good night. Sleep tight. Don't let a walker bite. And if it tries, bang. Gute Nacht.